Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für den freundlichen Empfang. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, Ihnen unsere Sicht auf die Zukunft der Medien und vor allem, das werden Sie verstehen, auf das Fernsehen in Deutschland und in Europa mitzuteilen. Ich sehe mich natürlich außerstande, die zahlreichen, sicherlich spannenden Aspekte der heutigen Tagesveranstaltung in 20 Minuten angemessen zu bewerten. Aber vielleicht kann ich Ihnen beschreiben, warum es aus unserer Sicht, aus Sicht der Fernseh- und der gerade schon zitierten Kreativindustrie wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und warum wir Sie, die Politik, in dieser Zeit des Umbruches brauchen. Wie Sie vielleicht wissen, agiert die Mediengruppe RTL Deutschland als Marktführer im privaten Fernsehen mit ihren Sendern RTL, Vox, NTV, RTL Nitro und Super RTL in einer Branche, die seit mindestens 10 Jahren der baldige Tod vorhergesagt wird. Nun wundern Sie sich im politischen Bereich vielleicht seltener darüber, wer gerade totgesagt wird und sich dennoch bester Gesundheit erfreut. Mich allerdings wundert es ehrlich gesagt schon, welch geringe Lebenserwartung man uns dem Fernsehen in politischen Diskussionen und Publikationen teilweise zuspricht. Dabei ist die Faktenlage ziemlich eindeutig. Die Nutzung des klassischen Fernsehens bewegt sich unverändert auf einem sehr stabilen, auf einem hohen Niveau bei sage und schreibe rund 220 Minuten im Schnitt pro Zuschauer pro Tag im Jahr 2012. Ich bin sicher, viele von Ihnen haben nicht 220 Minuten am Tag geschaut. Es hat also viele Menschen gegeben, die deutlich mehr Fernsehen geschaut haben. Zur gleichen Zeit entsteht aber, und die Bundeskanzlerin hat es eben angedeutet, mit einer enormen Geschwindigkeit eine faszinierende, eine facettenreiche neue Medienrealität neben dem Fernsehen. Noch nie konnten Menschen auf eine solche Masse medialer Inhalte zugreifen. Noch nie waren diese Inhalte so leicht zugänglich und verfügbar, ob stationär, ob mobil, ob linear, ob auf Abruf, ob in Schrift, in Ton, in Bild, in Bewegtbild. Und alle diese neuen Angebote, vor allem im Internet, wir haben es eben gehört, sie wurden nach den bisherigen Erfahrungen additiv, das heißt zusätzlich zum Fernsehen genutzt. Die Fernsehnutzung hat hierunter nicht gelitten. Die Zukunft des Fernsehens lässt sich auch in dieser Zeit des medialen Wandels relativ klar vorhersagen. Was mein Vorgänger schon oft vor Jahren anmerkte, gilt nach wie vor: Die Zukunft von TV ist TV. All die neuen Technologien und Infrastrukturen werden durch professionell produzierte Inhalte getrieben. Sie werden durch sie attraktiv, ja erst sinnvoll. Neue Straßen ohne Autos, ohne weitere Verkehrsmittel ergeben schließlich auch keinen Sinn. Vor einer Woche unterhielt ich mich mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, rund 15 Jahre alt, und sie fragte mich: Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich sagte, ich bin beim Fernsehen, und sie sagte fast etwas mitleidig: Oh, ich muss zugeben, ich schaue gar nicht mehr so viel Fernsehen, nur abends mit der Familie gemeinsam das ein oder andere, aber wenn ich alleine bin in meinem Zimmer, dann bin ich eher im Netz. Ich habe sie daraufhin gefragt, was sie dann im Netz wirklich so tut. Und sie chattet viel, sie kommuniziert mit Freundinnen und sie sagt, sie schaut unheimlich viel Video und streamt Bewegtbildinhalte. Und dann auf die Frage, welche Inhalte das sind, da habe ich mich gleich wieder wohler gefühlt, weil die meisten dieser Inhalte kannte ich sehr wohl. Viele der Programme kamen aus unserer Gruppe. Ich habe heute ein großes Herz. Einige Programme kamen auch von unseren Wettbewerbern. Keine Frage. Das erklärt aber wohl auch, warum wir alleine mit der Mediengruppe RTL Deutschland im deutschen Markt in 2012 mehr als 1 Milliarde Abrufe von Videos im Netz verzeichnet haben. Denn im Netz werden die Inhalte besonders häufig abgefragt, die auch im Fernsehen große Erfolge feiern. Entscheidend für die Akzeptanz beim Publikum ist eben nicht die technische Darreichungsform. Entscheidend ist der Inhalt. Meine Damen und Herren, ich glaube, hierin liegt ein wesentlicher Grund für die gerne etwas apokalyptischen Aussagen über unsere Branche, vor allem aus Brüssel, die in einem beachtenswerten Widerspruch zu der gerade geschilderten Realität stehen. Wir haben unter anderem, wenn nicht sogar in erster Linie, ein begriffliches Missverständnis.
Lineares Fernsehen, und hier muss ich Sie leider mit einer Begriffsbeschreibung behelligen, zeichnet sich dadurch aus, dass der Zuschauer weder in inhaltlicher noch in zeitlicher Hinsicht auf ein Programm Einfluss nehmen kann. Er ist vielmehr anders als bei nonlinearen Inhalten, zum Beispiel bei Videoangeboten auf Abruf im Internet, sowohl auf die vorgegebene Reihenfolge der Programmbeiträge angewiesen, als auch auf deren jeweiligen Sendebeginn. Demnach ist also das, was bei uns in Deutschland und in Europa nach der Definition des Gesetzgebers und der Politik Rundfunk genannt wird, nicht mehr identisch mit dem, was wir als Unternehmen unter Fernsehen verstehen. Und noch viel weniger, und das ist noch deutlich wichtiger, ist es deckungsgleich mit der Realität unserer Zuschauer und der Realität unserer Nutzer. Rundfunk, also der lineare Konsum, ist nur eine Teilmenge von dem, was Fernsehen heute ausmacht. Wer die Relevanz des Marktes, wer die Bedeutung der Rolle der Fernsehsender wirklich begreifen will, der muss auch begreifen, dass bei dem, was wir heute tun, es schon lange nicht mehr um das klassische Fernsehen allein geht. Es geht um die Nutzung von professionell produzierten Bewegtbildinhalten, um die Nutzung unserer Programme auf allen Wegen, auf allen Endgeräten, ob TV, ob PC, ob Smartphone, ob Tablet, egal ob linear oder auf Abruf, egal ob stationär in Ihrem Wohnzimmer oder mobil. Unsere professionellen Inhalte, ohne unsere professionellen Inhalte, ohne die Inhalte der Sender in Deutschland, ja auch ohne die Inhalte der Verleger, ohne die Inhalte der Musikindustrie, kurz ohne die Leistung der Kreativwirtschaft, wären die faszinierenden neuen technologischen Infrastrukturen nichts. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Wir befinden uns als Medienindustrie, und die Bundeskanzlerin hat es eben angesprochen, in einer der größten Umwälzungen der letzten 30 Jahre. Die Konvergenz der Medien und ihre Digitalisierung potenzieren noch den Effekt, den die Globalisierung auf die Medien hat. Die Mediengattungen verschmelzen zusehends, die Verwertungszyklen der Inhalte werden immer kürzer und der Wettbewerb unter den Medien hat eine ungeahnte Intensität erreicht. Damit kein Missverständnis über die Rollenverteilung entsteht, uns ist eins absolut klar. Zunächst ist es allein unsere Aufgabe, also die Aufgabe der Medien, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Konvergenz zu erkennen und zu nutzen und den Zuschauer die Angebote auf dem Weg zur Verfügung stellen, den er präferiert, den er sich aussucht. Denn am Ende entscheidet vor allem die Nachfrage, welcher Weg des Medienkonsums zukünftig der erfolgreiche sein wird. Wir, und das meint nicht nur die Mediengruppe RTL Deutschland, wir nehmen diese Herausforderung an. Keine Frage. Wir stellen unsere Angebote schon heute über Plattformen wie RTL Now, wie Vox Now, auch online und auf Abruf zur Verfügung und das über alle Endgeräte hinweg. Die NTV-Nachrichten-App ist eine der erfolgreichsten mobilen TV-Anwendungen überhaupt. Und wer sie von Ihnen noch nicht runtergeladen hat, ich kann sie Ihnen wirklich wärmstens ans Herz legen. Mit neuen Digitalkanälen wie beispielsweise RTL Nitro begegnen wir der Digitalisierung und damit auch der Fragmentierung des Marktes. Mit den öffentlich-rechtlichen Kollegen haben wir mit HBB TV einen Standard für genau konvergente Angebote entwickelt. Und schließlich haben wir mit HD Plus einen Schritt gewagt, um den uns vermutlich der ein oder andere der anwesenden Verleger beneidet. Wir haben unsere Angebote verschlüsselt, um sie vor Missbrauch zu schützen und um die Erlösökonomie zwischen Infrastrukturbetreibern und Sendern zu korrigieren. Die Nutzung all dieser Modelle steigt kontinuierlich und sie verankert das Fernsehen auf all diesen neuen Plattformen, auf all diesen neuen Infrastrukturen. Aber eins ist auch klar, all diese Entwicklungen können wir nur weiter gestalten in der Zukunft und wir können den zukünftigen Herausforderungen als Medienunternehmen nur dann begegnen, wenn der Rahmen, den die Politik uns vorgibt, wenn der auch stimmt. Und da ich gerade hier bin, möchte ich Ihnen ganz kurz aufzeigen, worin wir bei all den Fortschritten, die sich ergeben, das konkrete Problem heute in diesem ordnungspolitischen Rahmen sehen. Wie gesagt, die Konvergenz der Medien bedeutet das Zusammenwachsen von komplett verschiedenen Mediengattungen und Technologien. Der ordnungsrechtliche Rahmen und seine Anwendung gehen aber weiterhin von der Idee aus,
dass jede Mediengattung getrennt von der anderen werden könnte und auch müsste. So regelt der Rundfunkstaatsvertrag der Länder das klassische lineare Fernsehen, die Online-Dienste aber überwiegend nicht. Die Regelung über Infrastrukturen hingegen erfolgt durch das Telekommunikationsgesetz, also durch den Bund. Die Aufsicht liegt entsprechend teils bei den Landesmedienanstalten, teils bei der Bundesnetzagentur. Ähnlich sieht es bei der Kontrolle der Marktverhältnisse aus. Während das Medienkonzentrationsrecht wiederum bei den Ländern liegt, werden die Vorgaben des Wettbewerbsrechts auch bei uns durch das Bundeskartellamt durchgesetzt. Bei der Gestaltung von Daten und Jugendschutzvorschriften sieht es auch nicht viel anders aus. Solange die Märkte und die Marktteilnehmer klar getrennt waren, war das aufwendig, es war oft kompliziert in der Handhabe, keine Frage, aber es war noch machbar, mit dieser Regulierung umzugehen. Wozu das allerdings in einer konvergenten Welt führt, in der die Medien zusammenwachsen, möchte ich Ihnen an einem Beispiel aufzeigen. Und das Beispiel bezieht sich auf die neue Generation von Fernsehgeräten. Und es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie so ein Fernsehgerät schon zu Hause haben. Wenn Sie heute hingehen, Sie kaufen sich ein neues Fernsehgerät, dann kaufen 60% der Menschen bereits ein Fernsehgerät, was nicht nur ein lineares Fernsehsignal empfängt, es hat bereits einen Internetzugang. Das heißt, Sie können auf demselben Bildschirm Fernsehen schauen und Internet abrufen. Das ist erstmal prima, das ist ein toller Nutzen für den Zuschauer. Für uns heißt das noch mehr Wettbewerb auf demselben Bildschirm. Auch das ist prima, weil dem Wettbewerb stellen wir uns gern. Aber leider ist die Geschichte an der Stelle noch nicht zu Ende, denn ganz so einfach ist es nicht. Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Nachrichtensender wie NTV darf seine Nachrichten nicht mit Werbung unterbrechen, weil, so schreibt es der Rundfunkstaatsvertrag vor, Nachrichten frei von kommerzieller Kommunikation, also von Werbung sein müssen. Über diesen Punkt an sich möchte ich gar nicht diskutieren. Das war schon immer so und das mag absolut auch seine Berechtigung haben. Das Problem daran ist nur, dass sich diese Vorschrift des Rundfunkstaatsvertrages allein auf das Angebot eines Rundfunkveranstalters beschränkt und nicht mehr auf das Handeln eines x-beliebigen Nachrichten-Online-Dienstes. Mit der Konsequenz, dass dieser Online-Dienst dieselben Nachrichten bringt, aber nach Belieben mit Werbung versät und dabei auch Werbung im Bewegtbild schaltet. Und das auf demselben Bildschirm, auf dem Fernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer. Der Zuschauer kann schon lange nicht mehr unterscheiden, welches dieser Angebote jetzt gesetzlich als Rundfunk definiert ist und welches nicht. Meine Damen und Herren, es mag sicher gute Gründe geben, zum Beispiel Nachrichten, Kindersendungen nicht mit Werbung zu kombinieren. Aber kann es richtig sein, dass diese Regel, die bisher akzeptiert war, nur auf der einen Hälfte des Bildschirms gilt und auf der zweiten Hälfte des Bildschirms nicht mehr? Ich glaube, dass dieses Ergebnis gefährlich ist. Wissen Sie, wir sind bei der Mediengruppe RTL Deutschland stolz darauf. Wir bieten nicht nur Unterhaltungsprogramme, wir beschäftigen mehrere hundert journalistische Kollegen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit RTL Aktuell, mit dem Nachtjournal, mit NTV nicht nur Maßstäbe für Nachrichten im privaten Fernsehen gesetzt haben, sondern, wenn wir über das Zuschauerinteresse, über Marktanteile sprechen, auch das ZDF mit unseren Nachrichtenangeboten längst hinter uns gelassen haben. Programmlich macht unser Informationsangebot daher allen Sinn der Welt. Aber als privatwirtschaftliches Unternehmen muss unser Handeln auch wirtschaftlich Sinn ergeben. Wir scheuen keinesfalls den Wettbewerb, keine Frage, mit anderen Angeboten. Wir benötigen jedoch einen Regulierungsrahmen, der sicherstellt, dass alle nach den gleichen Rahmenregeln spielen müssen. Das Beispiel zeigt aber auch noch eine weitere wesentliche Änderung in der Medienrealität von heute. Die klassische Regulierung sieht ein kompliziertes System zur Sicherung einer Medienvielfalt vor. In mühevollen Verfahren entscheiden Landesmedienanstalten heute darüber, welcher Sender welchen Programmplatz erhält und inwieweit Kabelnetzbetreiber hier überhaupt eigenständig entscheiden dürfen. Tatsächlich verschiebt sich diese Entscheidungsmacht in dieser Zeit aber vollständig und sie verschiebt sich hin zu Geräteherstellern, zu Set-Top-Boxen-Herstellern, zu Suchmaschinen und zu Empfehlungssystemen. Denn letztendlich entscheiden Sie darüber,
welche Angebote der Zuschauer überhaupt noch in dieser unüberschaubaren digitalen Vielfalt finden kann. Und das tun sie ohne jedwede Regularien. Und sicher nicht nach ihren oder auch nach unseren Vorstellungen zur Vielfaltsicherung. Das mag für Angebote, die täglich nachgefragt werden, wie RTL oder ProSieben, überhaupt kein Problem sein. Für Nachrichtensender wie NTV ist das schon eine Herausforderung. Meine Damen und Herren, ich darf noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der mir wirklich am Herzen liegt und den die Bundeskanzlerin ebenfalls genannt hat. Der Schutz des geistigen Eigentums. Ich möchte an dieser Stelle unmissverständlich klarstellen, dass ein effektiver, ein umfassender Urheberrechtsschutz für uns, die Sender, aber auch für alle anderen Teile der Kreativindustrie von existenzieller Bedeutung ist. Lassen Sie mich ehrlich sein, kein Inhalt ist ohne den Schutz eines Wertes ökonomisch darstellbar. Und wer in Deutschland und Europa unseren wichtigsten Rohstoff, die Kreativität, schutzlos stellen will, wer die zentrale Rolle des geistigen Eigentums für die Kultur, für den Kultur- und Wirtschaftsstandort ernsthaft in Frage stellen möchte, der wird hoffentlich Schiffbruch erleiden, was übrigens für nautische Berufe wie Piraten vermutlich am Ende auch unerfreulich sein würde. So, da ich das Letzte bin, was zwischen Ihnen und einem leckeren Kaltgetränk steht, möchte ich versuchen, ein Fazit aus all dem abzuleiten. Ich bin sicher, dass auch in 10 Jahren das klassische Fernsehen das mediale Lagerfeuer sein wird, also das Medium, vor dem sich die ganze Familie versammelt, um Shows, ob Sport und weiteres zu sehen. Aber dennoch müssen wir uns den neuen Gegebenheiten stellen. Wir müssen konkurrenzfähige Angebote entwickeln, keine Frage. Wir müssen sie implementieren und das in einem sinnvollen Regulierungsrahmen. Und damit sind wir am entscheidenden Punkt. Es geht nicht darum, den rechtlichen Rahmen anzuprangern. Es geht nicht darum, die Landesmedienanstalten, die KEG, das Kartellamt oder den Gesetzgeber zu kritisieren. In der neuen Medienrealität, die ich eben beschrieben habe, müssen wir Unternehmen, Regulierer und Gesetzgeber gemeinsam überprüfen, ob die ordnungsrechtliche Ausrichtung für die Zukunft so noch hält und wie wir sie übertragen können. Und ich begrüße den ausdrücklichen Willen der Politik, dies zu tun. Wir müssen alle die Chance der Digitalisierung ergreifen und der Konvergenz ergreifen, aber wir müssen auch in der Lage sein, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Wie soll also die zukünftige Medienrealität aussehen? Wie soll die zukünftige Regulierung aussehen? Wenn Sie sich die Frage für sich stellen, ob es noch einen Rundfunk in Zukunft geben soll, wie heute, der eine eigene Mediengattung ist, der Wirtschaft und Kulturgut in einem ist, dann müssen Sie sich diese Frage jetzt stellen für die Regulierung. Wie gelingt es uns politisch, das wichtigste Gut, das wir haben in Europa, das geistige Eigentum, zu stabilisieren? Welche Unterscheidungskriterien werden wir in Zukunft haben? Die Linearität allein wird es definitiv nicht sein. Und ergibt unterschiedliche Werberegulierung für lineare und lineare Angebote und nonlineare Angebote in der Zukunft noch einen Sinn, wenn der Nutzer diesen Unterschied überhaupt nicht wahrnimmt? Die Europäische Kommission hat sich gerade in einem laufenden Konsultationsverfahren zur Konvergenz zahlreicher dieser Fragen gestellt und auch das Europäische Parlament nimmt die Diskussion auf. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen stößt man schnell auf jene, die eine einheitliche, natürlich möglichst geringe oder gar nicht existente Regulierung für alles fordern und genauso schnell auf die, die weiterhin an einer spezifischen, ausgeprägten Regulierung für den Rundfunk festhalten. Ich glaube, die Antwort liegt wie so oft in der Mitte. Für einige Bereiche, wie beispielsweise die Werbung, wird diese künstliche Unterscheidung, die kein Zuschauer mehr begreift und auch nicht wahrnimmt, zusehends sinnlos. In anderen Bereichen, wie dem Zugang zu Infrastrukturen, bleibt es wichtig, dass bestimmte Inhalte noch ihren Weg in die Bevölkerung finden. Hier wird auch zukünftig eine spezifische, eine abgestufte Regulierung Sinn machen.
Ich denke, man muss hier zu einem fairen Gleichgewicht zwischen gesellschaftspolitischem Einsatz des einzelnen Unternehmens, zum Beispiel durch journalistische Strukturen und Inhalte und ordnungspolitische Unterstützung bei der Verbreitung und zum Zugang kommen. Deutschland ist der wichtigste europäische Medienmarkt. Wir sollten diese Diskussion daher auf europäischer Ebene mitprägen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen ein Miteinander von Bund und Ländern sowie von Regulierung und Medienindustrie. Wir sind bereit dazu. Die Mediengruppe RTL Deutschland sieht sich mit ihren Nachrichtensendern NTV, mit den Redaktionen von RTL Aktuell und dem Nachtjournal, mit mehrstündigen abendfüllenden Dokumentationen von Vox, den Kinderangeboten von Super RTL, ebenso wie mit unseren Beiträgen zur Filmförderung oder der RTL Journalistenschule, stellen wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung des Rundfunks. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gute Nachricht ist, wir erleben eine enorm spannende Zeit, aber es liegt an uns, sie zu gestalten. Bei aller Komplexität gibt es Themen, da bin ich sicher, für Sie unerfreulichere Themen in Ihrem Tätigkeitsportfolio als die Konvergenz der Medien. Denn was die Medien in Deutschland angeht, bleibt festzustellen, dass wir eine gute Substanz haben. Alles, was wir brauchen, um sie zu erhalten, ist Gestaltungswille, Kommunikation und vor allen Dingen konstruktives Denken. Und umso dankbarer bin ich für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die die Voraussetzung ist, alle diese drei Aspekte zusammenzubringen. Mindestens so dankbar bin ich für Ihre Aufmerksamkeit und das kleine Zeichen ist wahrgenommen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.